Hallihallo miteinander. Ich begrüße euch wieder mal zu einem Video über Tasty Trade. Es ist heiß, ich habe Ferien und deshalb, ich denke auch die meisten werden selbst Ferien haben, was auch immer und gar nicht so zum Video schauen kommen. Deshalb auch, ja, genießt das Wetter einfach und es bringt gar nicht so viel, jetzt allzu viel zu schauen. Man muss auch mal ein bisschen abschalten. Ich werde dann auch noch ein Konto-Update posten. Ja, dann weiteres seht ihr dann gleich dazu. Zuerst einmal gehen wir wieder mal auf das. Ich sage, das ist eigentlich eines der Key-Konzepte von Tasty Trade, ist dieses Inverted Gehen. Also einfach generell Roll Up oder Roll Down der untested Side. Bis jetzt, vielleicht ganz kurz nochmal, um das zu erklären. Zum Beispiel auch die meisten, wenn man was sieht, ist eben, macht zum Beispiel macht ein Strangle, setzt hier eine Linie, setzt hier eine Linie und das ist der Kurs hier und der bewegt sich dann so bo, bo, bo. Und optimal geht es eigentlich natürlich so weiter und man schließt einen Trade. Okay, jetzt kann aber ja sein, dass es dann mal so geht. Und hier oben eben dieses Strike gebrochen wird an diesem Punkt. Zum Beispiel. Dann, oder auch wenn es gegen einen läuft, wird er oft gesagt, okay, ich schließe den ganzen Strangle und setze dann quasi, rolle das hoch und rolle das hoch und schaue, dass ich etwa den gleichen Credit bekomme. Ich denke, wenn man das so machen will, ich bekomme nicht den gleichen Credit. Ich muss enger daran gehen, wenn ich das so machen will. Oder vielleicht auch in der Zeit raus. Okay, das so die gängige Weise. Und jetzt kommt die Tasty Trade Art, wo sagt, ich lasse diesen Call einfach, aber ich roll den Put hoch. Wie hoch? Allgemein immer etwa, um die Deltas zu halbieren. Okay, das ist Roll-up. Wenn es dann eben weiter gegen einen läuft, geht man das Straddle ein. Wenn es noch weiter gegen einen läuft, irgendwann geht man inverted. Dann ist das inverted, wenn der Put, der Short Put über dem Short Call ist. Okay. So viel dazu. Eben zuerst rollt man ab. Man kann es dann auch mal noch in der Zeit rausrollen und dann geht man inverted. Das sind so die drei Mechanics. Es kann natürlich, wenn es ganz schnell geht, kann man natürlich auch den vor den nehmen. Das kann auch mal sein, wenn es wirklich ganz heftig schnell geht. Hier ist das erklärt eben. Man rollt immer rauf. Und irgendwann, wenn der Stock halt nicht mehr zurück will oder nur in eine Richtung, irgendwann ist man inverted. Auch dazu habe ich noch ein interessantes Video gesehen, wo das mal an einem Beispiel erklärt wird. Drehe ich wahrscheinlich auch noch heute ab, werde es aber wahrscheinlich erst morgen reinstellen, damit ihr auch das auch ein bisschen häppchenweise bekommt. Aber seid gespannt, es kommen ein paar Sachen einfach zu damit. Okay, das ist relativ klar. 1950er Put, dann rollt man in den 55er hoch. Also ganz am Anfang, man hat wahrscheinlich diesen Strangle, ein 50er, 60er Strangle. Das ist das Original. Dann rollt man den Put zuerst auf 55, dann auf 62 ist inverted, weil man hat immer noch. Und dann hat man einen 62er, 60er inverted Strangle. Hier dasselbe in optisch. Hier seht ihr zuerst den Strangle. Den Original Strangle, den man hat. Dann wird es ein Straddle mit Hochrollen. Und wenn man den Put noch höher rollt, das rote ist der Put, ist man inverted. Und ja, auch wenn das hier passiert, man macht natürlich, man verliert. Und wenn das hier passiert, verliert man natürlich auch viel. Aber, und das werde ich euch eben auch noch zeigen, man, durch das, dass man das hochrollt, man senkt seinen Verlust eigentlich.
Hier sind die Diagramme, wie es aussieht. Viele wissen einfach gar nicht, was ist eigentlich, wenn ich einen Inverted Strangle habe. Was passiert dann? Es ist ja ein, ja, ein Leg wird im Geld sein. Es haben alle so viel Angst vor in the money sein. Das muss ich nochmal erklären. Wenn ich in the money bin, auch nur knapp, ja. Aber ich habe ja auch dann mehr Credit eingenommen meist. Hier sieht man, das finde ich eine schöne Grafik. Vor allem, man sieht eigentlich, wer das mal, welche Farbe nehme ich hier, gelb. Gelb ist immer das, was ich verdienen kann. Zuerst der Original Trade in Rot. Solange, nein, das ist nicht optimal. Solange der Trade in diesem Bereich ist, mache ich Geld. Das ist ja das. Hier sind die Strikes und dann mit dem eingenommenen Credit nimmt es ab und hier sind die Break-Evens, wie man sagt. Also hier habe ich diese lange von, sagen wir, 12 bis ja, 19 irgendwas, mache ich Gewinn. Okay. Hier ist es gecapped, also dann rolle ich den Put von 14 auf, müsste 17 sein, hoch. Am Anfang ist es wahrscheinlich ein 14er, 17er Strangle. Dann rolle ich den hier hoch, mache das Blaue daraus. Es ist ein Straddle, ein 17er Straddle. Deshalb auch Straddles haben hier die Symbolik, dass es eine, nicht wie bei den Strangles, dass es eine flache Zone gibt, wo begrenzt ist. Es ist wirklich wie ein Zelt. Ein Zelt mit einem Giebeldach, sagt man dem, glaube ich. Das ist das hier. Hier ist das Potential Profit von 14 bis, wie man sieht, ich kann ihn rausrollen. Also, jetzt seht ihr in Blau, die Zone wird nicht viel kleiner, aber meine Gewinnzone, ich schiebe sie nach oben. Ja, ich kann es nicht mit dem Finger zeigen, aber die Gewinnzone liegt jetzt nicht mehr in der Breite von 12 zu irgendwie 19 was, sondern von 20 irgendwas zu dem. Also ich habe die Zone, sie wird zwar kleiner, das seht ihr hier an den Abständen, die Zone wird kleiner, wo ich Gewinn mache, aber ich schiebe es langsam hoch. Ist eigentlich dasselbe, wie das ich vorhin gesagt habe, wenn man das Ganze hochrollt. Deshalb, es ist zwar, ja, oder machen wir noch einen Schritt weiter und dann kommt das Grüne. Dann sind die Zone von hier bis hier, mache ich Gewinn. Ihr seht, der ist dann natürlich nicht mehr viel, aber hier geht es dann eigentlich, und es kommt auch die, noch, es geht um Verlustbegrenzung. Es geht nicht mehr hier diesen Gewinn zu machen, es geht hier darum, Verlust zu begrenzen. Wie ihr seht, es wird wieder kleiner, also ich habe jetzt noch diese, wo ich Gewinn mache, oder ja, wo ich Break-Even bin, meine Break-Even-Punkte. Es ist nochmal kleiner, aber wieder, ich rolle eigentlich, die Linie, wo ich Gewinn mache, ist jetzt bei 21, würde ich etwa sagen. Also bin jetzt von 19 irgendwas, Break-Even, habe ich auf 21 hochgerollt. Das ist diese Mechanik, die hier dahinter steckt. Ich denke, viele kennen es, ob es jemals, aber eben viele haben es wahrscheinlich noch nie so angeschaut. Und für die es neu ist, ist es natürlich wirklich eine schöne, sehr schöne Grafik. Was passiert eigentlich mit meinem Trade? Was sind meine Diagramme danach? Also ganz einfach kann man sagen, die Spanne wird kleiner und ich rolle meinen Break-Even immer rauf. Also in diesem Fall ist es natürlich so, dass der Stock dann natürlich das hier macht, eben es geht rauf. Dann ein bisschen, how do you manage this position? Going inverted is defensive, defensive and limits potential profit. Eben inverted gehen ist nicht, dass ich mehr Gewinn machen will, sondern ich gehe eigentlich, es ist eine Abwehrstrategie. Ich möchte den Verlust begrenzen, wenn es geht, ihn natürlich sogar ganz eindämmen.
Der Potential Profit ist klar, das ist den Gesamtkredit, den man einnimmt. Also wenn ich zum Beispiel 5 Kredit eingenommen habe, habe 3 Strike. Also ich nehme 5 Kredit ein. Ich bin zum Beispiel 2 Dollar inverted, wie man vorhin gesehen hat, beim 62er 60 Beispiel. Dann kann ich noch 3 Dollar machen. Also ich werde nie, dass der ganz, der wird, Minimum wird dieser Strangle, wenn es im, wenn ich hier den Inverted Strangle habe und der Kurs ist hier drin, es wird, und es ist Verfallstag, es wird immer 2 Dollar Wert haben. Der wird nie ganz verfallen. Also den muss man managen. Weil hier habe ich dann sogar 2 Legs, die in the money sind. Sind auch beide in the money. And then we look to manage this inverted spread around 50 to 75 of potential profit. Hier sieht man das nochmal als Beispiel. Also eben hier hat man 10 Kredit eingenommen. Es ist 7 weit. Ich kann 3 Dollar machen. 2 Dollar ist so zwischen 50 und 75% drin. Und dann eben 7 Dollar wird er immer wert haben. 7 Dollar wird er immer wert haben. Kann noch 2 Dollar mit dem verdienen. Und hier geht man natürlich eben auch ein bisschen höher als diese 50%. Ich will da noch ein bisschen mehr zurückgewinnen. Und ich habe dann hier, nehme ich den, also wenn der 8 Dollar wert hat noch, also quasi könnte ich noch 1 Dollar gewinnen, aber eben man will dann nicht mehr den ganzen Gewinn. So wird das gemacht. Dann Takeaways. Going inverted is no different than just rolling the untested side past the order short strike. It is a defensive move that limits our profitability, but allows for control of Delta. Ganz einfach eben, es ist ein defensiver Move, aber es hält unsere Deltas in Grenzen. Vielleicht das auch nochmal, das ist auch immer, sage ich, interessant. Also wenn es ursprünglich, gehen wir davon aus, ich schreibe 16 Delta Strangle. Also ich habe einen Call oben mit einem Delta 16 und einen Put mit einem Delta 16. Das heißt, mein Net Delta ist 0. Ich bin Delta neutral. Okay. Jetzt nehmen wir an, eben in den letzten Beispielen und wie es auch momentan ist. Der Aktienkurs steigt oder was auch immer des Underlyings. Schlussendlich habe ich einen Call mit einem. Das sind fiktive Werte. Ich bin da nicht so, wie es ist, aber zum Angenommen, der Call hat 30 und der Put hat dann noch einen Wert von, sagen wir, 7 Delta. Okay, was ist dann mein Net Delta? Dann bin ich short. Entschuldigung, short. 23 Deltas. Machen wir das Beispiel weiter. Zum Beispiel jetzt eben, der Short Call wird gebrochen. Mein Call, sagen wir, hat 60 Deltas. Mein Put hat dann vielleicht noch 2 Delta. Dann bin ich 58 Deltas Short. Also umso höher es geht, eben, ich bin immer mehr short. Was eigentlich aber auch wieder bei Tasty Trade Art, wenn man contrarian ist, wenn es gestiegen ist, möchte ich ja eher eben short sein. Aber das kann dann schon ein bisschen heftig sein. Was kann man jetzt machen? Klar, man könnte eben diese Art die viele prophezeien. Man könnte den Call, sagen wir, auf einen 30er Delta hochrollen. Den Put, sage ich mir halt, mache ich wieder einen 16er Delta. Dann wäre ich nachher wieder nur noch short 14 Deltas. Meine Möglichkeit, ich denke mal hier, das mache ich nicht für einen Credit. Da muss ich Debit machen, weil ich, oder sehr, 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 sehr weit rausrollen, weil wenn es so schief ist, dass ich das schon wieder schön reinbringe, das schaffe ich nicht mehr. Was kann ich jetzt in diesem Fall aber auch noch machen? Die Tasty Trade Art. Ihm klar, man sollte es früher machen als hier, aber jetzt nur mal zum, deshalb habe ich dieses Extrem genommen, zum symbolisch machen.
ich lasse doch diesen 60er Call. Also den Call lasse ich, der hat dann immer noch 60 Deltas. Aber ich roll den Put hoch und eben die Tasty Trade Art sagt, ich möchte meine Deltas etwa verringern. Hier sagen wir rund 60, ich möchte auf 30 Deltas kommen, also schreibe ich einen Put von 30 mit einem 30er Delta. Dann komme ich raus, bin dann immer noch short, aber nur noch 30 Deltas. Okay, man hätte jetzt hier sonst auch eine andere Zahl können, dass man auf dasselbe rauskommt. Aber was ich meine eben ist, ich bin dann 30 Deltas short. Klar, ich habe einen in the money short call, aber effektiv bin ich nur 30 Deltas short, nicht mehr. Das finde ich eben das Interessante. Man hält die Deltas in Kontrolle. Ich kann natürlich auch noch aggressiver sein. Ich kann sagen, okay, ich lasse den 60er Call, eben den lasse ich immer, aber ich schreibe, sagen wir sogar 45er Put. Was kommt raus? Ich bin short 15 Deltas. Also anstatt das hier für Debit zu machen, wahrscheinlich mache ich das hier für einen Credit, weil ich nehme Credit ein, das ganz sicher, weil ich roll den Put hoch, dann bekomme ich 100% Credit. Wie viel? Kommt drauf an, aber und ob es sich dann lohnt, das ist eine andere Frage. Aber ich mache das für Credit. Bin schlussendlich hier short 15 Deltas, hier short 14 Deltas. Ja, die anderen Griechen sind natürlich verschieden. Also ich denke, das Gamma, wie sich das Delta verändert, das Gamma wird höher sein, weil ich bin näher at the money als hier. Hier werde ich weniger Gamma haben, also es verändert sich weniger schnell. Da gebe ich recht, das ist was, was man natürlich beachten muss. Aber effektiv ist das fast dasselbe. Nur eben hier muss ich ein Debit machen, was mir nicht so gefällt. Hier bekomme ich mehr Credit. Okay, einfach das mal noch kurz erklärt. Eben dieses Inverted ist immer, oder in the money ist so, oh, in the money. Das ist so, ja, da haben viele so, ich denke, das ist der Teufel schlechthin. Ist es eigentlich gar nicht. Klar, ich hätte auch lieber eben, der Trade läuft durch, ich komme nie in the money und es ist gut. Nicht, dass ich es will, aber wenn es ist, dann lieber managen. Okay, es wurde jetzt hinten raus noch ein bisschen länger. Hoffe aber, es war soweit verständlich. Wünsche euch eine gute Zeit und bis dann, macht's gut. Tschüss.